Ordnungspunkt Nr. 13, Fortschreibung des lokalen Handlungsprogramms für Toleranz und Demokratie. Hier liegt mir ein interfraktioneller Änderungsantrag vor. Den bringt wer ein? Pratzendorf, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen liegt ein interfraktioneller Änderungsantrag zur Vorlage Fortschreibung des lokalen Handlungsprogramms für Toleranz und Demokratie und gegen Extremismus über 2015 hinaus vor, der eine breite Zustimmung des Stadtrats zu dieser Vorlage auch insbesondere seitens der CDU und der FDP ermöglicht. Dieses Ziel einer breiten Zustimmung ist uns dieses Änderungsantrags wert, obwohl Rot-Grün-Rot bereits der Vorlage im Ausschuss zustimmen konnte. In der Sache geht es zum einen um die Kenntnisnahme des Stadtrats einer Berichterstattung der Verwaltung über die Umsetzung des lokalen Handlungsprogramms, des Weiteren um die Bestätigung des Zeit- und Maßnahmeplans sowie drittens den Auftrag zur Fortschreibung des lokalen Handlungsprogramms auf Basis einer noch in diesem Jahr durchzuführenden Zukunftskonferenz. Nach der Ausschussberatung sind noch etliche Wünsche der CDU offen geblieben und daher kam es im Nachgang an die Ausschussberatung zu einer interfraktionellen Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der Verwaltung, deren Ergebnis nun hier vorliegt. Ich danke insbesondere der Verwaltung für ihr lösungsorientiertes Mittun. Der Änderungsantrag greift zum einen die von der Verwaltung gewünschten Korrekturen im Bericht auf. Das sind die beiden Punkte unter Punkt 4. Und zum anderen eine ergänzende Erklärung, die in der Zielrichtung nicht neu ist, sondern auch Gegenstand des bereits verabschiedeten Dresdner Integrationskonzeptes. Wir werben also um Ihre Zustimmung zur Vorlage inklusive dem Änderungsantrag und hoffen, dass heute ein weitgehend einhelliges Signal der Demokraten vom Stadtrat ausgeht für Demokratie und Toleranz sowie gegen die von der Verwaltung als Problem beschriebene gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in dieser Stadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Behandlung der Vorlage in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Abinandis, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es gibt nur zwei Dinge zu bemerken. Erstens, das Handlungsprogramm ist vernünftig. Es ist gut, dass wir es zustimmend zur Kenntnis nehmen und dass wir seine Fortschreibung auf den Weg bringen heute. Und zweitens, über den Kompromiss, den wir gefunden haben, könnte man die Überschrift machen: Zum Glück wollte niemand päpstlicher sein als der Papst. Es ist systematisch nicht so ganz passend, was wir da beschlossen haben, aber es ermöglicht eine breite Zustimmung und die war es der SPD, aber auch den anderen Kooperationsfraktionen allemal wert, dass wir diesen Änderungen, die die Frau Hatzendorf erwähnt hat, zustimmen. Ich möchte den Dank, den sie schon ausgesprochen hat, an die Verwaltung bekräftigen. Ich möchte mich aber auch insbesondere bei Frau Hatzendorf und Herrn Engemeyer persönlich bedanken dafür, dass Sie diesen Kompromiss maßgeblich mit auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren Stadträte, es ist schon interessant, wie intensiv man über einen Bericht diskutieren kann. Es geht ja einerseits um ein Programm, welches aus meiner Sicht und auch aus Sicht der AfD-Fraktion gut und vernünftig ist. Es sind ja Tatbestände und Probleme, die wir angehen müssen gemeinsam. Das sind auch Vorfälle, die nicht nur dem rechtsextremen oder radikal-christlichen Milieu zuzuordnen wären, sondern natürlich auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit von Linksextremen und Menschen mit Migrationshintergrund, die sich in ähnlicher Weise äußern. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung auch ganz gut nachvollziehen als deutscher Burschenschafter. Alljährlich in Eisenach zum Burschentag.
Allerdings habe ich große Probleme damit, diesen Bericht wirklich gut zu heißen. Denn der Bericht ist irgendwo auch die Brille, mit der man es liest. Und wenn man mit dem Bericht das Programm umsetzt, dann ist das nicht richtig Gutes, was dabei rauskommt. Dann ist es vor allem nicht richtig ausgewogen. Deswegen hat ja auch die CDU einen sehr, sehr guten Änderungsantrag ursprünglich formuliert, wo es um einige Streichungen ging, von denen aber am Ende praktisch nichts mehr übrig geblieben ist. Man hat sich dann auf etwas Allgemeines gefasst. Glücklicherweise wurden wenigstens die linksextremen Straftaten oder Problemfälle mit aufgenommen in diesem Bericht. Und trotzdem, diese Energie ist nicht richtig da, die eigentlich sein müsste. Und ein großes Problem und große Bauchschmerzen habe ich immer noch bei dem einen Satz, ich lese hier mal im Ganzen vor: Für das gesellschaftliche Klima ist es entscheidend, dass sich eine weltoffene und tolerante Stadtgesellschaft von Beginn an klar von diskriminierenden Verhaltensweisen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit distanziert, selbst wenn diese Verhalten noch nicht strafrechtlich relevant ist. Bis zu dem Komma, bis zu distanziert, kann ich absolut mitgehen, da kann ich einen Punkt setzen und wäre eigentlich ganz glücklich damit. Aber strafrechtlich noch nicht relevant ist, das ist so eine Erwartungshaltung, die damit transportiert wird. Ich weiß nicht, ob das Dresden, ob das wir als Stadtrat uns überhaupt zusteht, solche Erwartungshaltungen zu formulieren, was da zukünftig strafrechtlich geändert werden müsste und welcher Brille das vielleicht auch gar noch geschieht. Und wenn man dann in den Bericht hineinschaut, bei einigen Punkten, dann kriegt man doch wirklich Bauchschmerzen. Und wir haben nochmal diskutiert und ich muss Ihnen sagen, wir werden uns nicht gegen das Papier stellen, aber wir können diesen Bericht einfach in der Form nicht gutheißen. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es kommt nicht häufig vor, dass ich hier vor Ihnen stehe und dafür werbe, dass wir dieses lokale Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz mit dem interfraktionellen Bericht und Ergänzungsantrag hier annehmen sollen und dass ich hoffe, dass er eine möglichst breite Mehrheit findet. Sie kennen mich, ich bin derjenige, der einfach dafür wirbt, dass es verschiedene Meinungen gibt, damit man auch die Wahl hat, insbesondere der Wähler die Wahl hat, für welche Meinung er sich entscheidet. Hier sehe ich es aus folgenden Gründen anders und dem ist die CDU-Fraktion auch mehrheitlich gefolgt, das will ich auch sagen. Wir haben darüber lange und ernsthaft diskutiert, sind aber zu dem Schluss gekommen, wir werden dem Programm mit diesem Änderungsantrag zustimmen. Warum? Und da möchte ich einige grundsätzliche Ausführungen machen, weil es hier um zwei zentrale Begriffe geht, Demokratie und Toleranz. Wie kommt man zu Toleranz? Wenn man Würde, Ehre, Anstand und Respekt, wir kennen das vor jedem Fußballspiel, das um Respekt geworben wird, wenn man das seinem Gegenüber zollt, dann ist man letzten Endes tolerant. Wenn man dem anderen zubilligt, dass er auf redliche Art und Weise zu der Meinung gekommen ist, die er hat, dann können solche Äußerungen nicht kommen. Wenn Sie mal ehrlich sind, dann sind Sie doch auch meiner Meinung. Das ist schon ein, wenn Sie so wollen, intoleranter Begriff, der Beginn von Intoleranz und er endet letzten Endes bei Straftaten, bei Verhaltensweisen und da kommt es überhaupt nicht drauf an, mit welcher Motivation gemacht werden. Straftaten sind Verhalten unter Strafe gestellt, sind Verhaltensweisen, die für ein gedeihliches menschliches Zusammenleben schlechterdings nicht hinnehmbar sind. Und deswegen dürfen sie nicht sein, deswegen sind sie unter Strafe gestellt. Das ist der Spannungsbogen. Und meinem Vorredner ist deswegen zu sagen, deswegen ist das natürlich ein gewisses Problem, aber deswegen gibt es auch jenseits der strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen, ich hatte es genannt etwa, wo es anfängt, wenn sie mal ehrlich sind zum Gegenüber. Das sind dann Verhaltensweisen, die man, wenn man es streng nimmt, nicht passieren können, wenn man sich mit Toleranz, mit Respekt begegnet. Meine Damen und Herren, das sind die Grundlagen und deswegen haben wir hier einen Bericht, deswegen haben wir hier ein Programm, weil wir
tatsächlich in unserer aktuellen Politik und dem Politikgeschehen, was wir beobachten müssen und zunehmend leibe beobachten müssen, diese Grundlagen scheinbar verloren gehen. Und deswegen sollten wir, und das ist richtig, dem etwas entgegensetzen. Meine Damen und Herren, auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig und deswegen, glaube ich, ist es auch als Selbstachtung von uns allen hier im Raum wichtig, dass wir eine möglichst breite Mehrheit haben, denn wir alle sind ehrenamtlich tätige Politiker. Das gilt aber genauso für diejenigen, die sich erfolgreich um ein Mandat im Landtag oder in einem Bundestag beworben haben. Das sind diejenigen, die nach bestem Wissen und Gewissen und das unterstelle ich jedem, egal welcher Parteizugehörigkeit, um den besten Weg für unsere Kommune, für unseren Freistaat oder für unser Deutschland einfach ringen. Und dann kann es nicht sein, dass irgendwo draußen diese Personen, und da sind wir letzten Endes mit eingeschlossen, mit Volksverräter und Sonstigem betitelt werden. Respekt gebietet uns, dass wir, dass man uns allen hier abnimmt, dass wir um den besten Weg ringen. Und das, meine Damen und Herren, deswegen sollte von diesem Beschluss auch das Signal ausgehen, dass so etwas nicht sein kann und so etwas nicht sein sollte. Ich bin ja mal gespannt, ob diejenigen, die sich allmontaglich dann treffen, mal eine Partei werden. Denn dann machen sie genau das und würden es machen, nämlich um die beste Meinung ringen. Und dann wollen wir auch noch mal sehen, ob sie eine Mehrheit bekommen oder nicht. Das ist mal angekündigt worden. Ich kenne aber nicht, dass sie es werden. Es geht jedenfalls nicht, dass man sich hinstellt und sagt, ich habe die beste Meinung und wer nicht meiner Meinung ist, der ist nichts wert, der darf nicht bekämpft werden und überhaupt ansonsten, wenn mir nicht ein Programm vorgelegt wird, was nach meinem Munde ist, dann ist alles, insbesondere unsere Staatsform, auch egal und im Grunde wegwerfenswert, meine Damen und Herren. Diese Tendenzen, die zu beobachten sind, die sind höchst bedauerlich. Ich hoffe, dass wir mit dem Programm, was wir haben und dem, was wir in Zukunft hier auch arbeiten müssen, etwas leisten können. Wie gesagt, das ist aus grundsätzlichen Erwägungen wichtig, dass wir möglichst mit einer Stimme sprechen. Ich hoffe, die AfD kann sich trotzdem noch zu einer Zustimmung bewegen, denn das ist aus den von mir genannten Gründen, denke ich, wichtig. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Ja, Herr Dr. Brauns, und da stimme ich Ihnen jetzt mal zu. Ich weiß nicht, ob Sie das richtig gut finden, wenn ich das als Linke tue. Es geht um Demokratie und es geht um Toleranz. Im LHP, was auf 4 Säulen bis jetzt beruhte, geht es um die Stärkung von Stadtteilnetzwerken bis hin zur Unterstützung von Projekten zum Abbau gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also von Rassismus, Homophobie und Ähnlichem. Aber wir alle erleben seit Oktober vergangenen Jahres, dass montäglich in Dresden Hass und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße getragen werden. Wir erleben Frauen, die Kopftuch tragen, dass diese angepöbelt werden und erfahren, dass sie sich allein kaum noch auf die Straße trauen. Wir müssen erleben, dass Menschen, die keine helle Haut haben, häufig angepöbelt und im schlimmsten Fall verprügelt werden. Erst kürzlich wurde ein Fall bekannt, bei dem eine US-Amerikanerin, die sich einem Menschen mit dunkler Hautfarbe, der angegriffen wurde, zu Hilfe kam, selbst zum Opfer tätlicher Angriffe wurde. In Freital, auch bekannt, wurden Böller am Fenster einer Wohnung gezündet, in der Asylsuchende wohnen. Menschen, die sich für ein friedliches, demokratisches Zusammenleben mit Asylsuchenden, mit Migrantinnen und Migranten engagieren, werden bedroht, ja, erhalten Morddrohungen. Trotzdem engagieren sie sich. Trotzdem engagieren sich Tausende, möchte ich sagen, Dresdnerinnen und Dresdner für eine soziale, offene Stadtgesellschaft. In fast allen Stadtteilen gibt es eine oder mehrere Willkommensinitiativen. Unter anderem dafür, Säule 1 und auch Säule 4, stehen Gelder aus dem LHP bereit. Und jetzt noch
das mal zur allgemeinen Situation, ein paar Worte zur Vorlage. Die Frau Harzdorfer hat es ja schon gesagt, besteht aus drei Dingen, die wir heute beschließen sollen, den Bericht, den Maßnahmenplan, und aus unserer Sicht, aus Sicht der Linken, ist besonders wichtig der Punkt 3, und deshalb möchte ich ihn nochmal zitieren. Der Oberbürgermeister, wurde geändert als Oberbürgermeisterin, wird beauftragt, das LHP Toleranz auf Basis einer zweiten Zukunftskonferenz grundhaft zu erneuern, fortzuschreiben und für die Jahre 2016 und später zukunftsfest auszurichten. Die Ergebnisse sind dem Stadtrat zur weiteren Beschlussfassung bis spätestens zum 31.2015 vorzulegen. Es soll also nicht der Stadtrat und auch nicht die Stadtverwaltung, sondern eine Zukunftskonferenz soll das LHP den Plan grundhaft überarbeiten und erneuern. Und darum finde ich es ein bisschen schade, und auch muss ich hier meinen Unmut zum Ausdruck bringen, dass aufgrund der Einwände, die aus der CDU-Fraktion gekommen sind, eben wir erst heute über diese Fortschreibung beschließen können und damit wertvolle Zeit verloren haben. Nichtsdestotrotz sind wir als Linke auch mit dem Kompromissvorschlag einverstanden und werden ihm natürlich zustimmen. Ich hoffe, das tun Sie auch. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Ich wusste es. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Stadtratssitzung am 29. Oktober 2009 warb die Oberbürgermeisterin Helma Oros mit engagierten Worten dafür, dieses Handlungsprogramm, das lokale Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus, auf den Weg zu bringen. Dresden stand damals unter dem Eindruck der alljährlich größten Nazi-Demonstration zum 13. Februar. Ich möchte daran erinnern. Der Vorsitzende des Ausländerbeirates sagte damals in der Debatte, dass er mit dem lokalen Handlungsprogramm die Hoffnung verknüpfe, dass dies ein Instrument sei zur Schaffung eines weltoffenen, demokratischen und gewaltfreien Klimas in Dresden. Herr Stadtrat Krüger von der CDU sagte nicht nur, dass die CDU ohne Wenn und Aber hinter diesem LHP stehe, sondern er betonte ausdrücklich, ich zitiere noch einmal das Protokoll der Stadtratssitzung, dass es richtig sei, dass sich dieses Programm explizit gegen rechtsextremistische Intoleranz und totalitäre Welt sich richte. Es war am Ende ein starkes Signal, dass dieser Stadtrat fast einstimmig, wer nicht dazu gestimmt hat, es war klar, dieses lokale Handlungsprogramm auf den Weg gebracht hat. 6 Jahre später, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Nazi-Spuk am 13. Februar sicherlich auf Geisterbahnniveau zusammengeschrumpft. Dafür ist aber im Wesentlichen das zivilgesellschaftliche Engagement, und ich möchte hier explizit auch Dresden nazifrei erwähnen, und auch das vorbildliche Eintreten unserer Oberbürgermeisterin, zum Beispiel auch dadurch, dass sie mit der AG 13. Februar eben das Zusammenwirken von Politik und Zivilgesellschaft auf den Weg gebracht hat, mitverantwortlich. Dieser Umstand ist also nicht das Ergebnis des lokalen Handlungsprogramms, aber das lokale Handlungsprogramm war ein klares Signal an die Zivilgesellschaft, dass Eintreten gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus ist erwünscht. Und auch wenn sich die Hoffnung von Herrn Ambatilos, der damalige Vorsitzende des Ausländerbeirates, dass dies nun ein Instrument zu einem demokratischen und weltoffeneren Klima in Dresden entwickeln möge, angesichts von Pegida nicht vollends erfüllt hat, denn jeden Montag wird die Verachtung für unseren demokratischen Rechtsstaat auf diese Straße getragen, und ich bin Herrn Dr. Brauns für die Bemerkungen zu dem Thema ausdrücklich dankbar. Jeden Montag wird Weltoffenheit mit Füßen getreten, jeden Montag wird ein Klima der Intoleranz befeuert und Ausländerfeindlichkeit gepredigt. Damit ist aber
liebe Kolleginnen und Kollegen, das lokale Handlungsprogramm nicht gescheitert. Es unterstreicht nur die Notwendigkeit einer Fortschreibung und es unterstreicht auch die Notwendigkeit, dieses lokale Handlungsprogramm in seinen Instrumenten zu intensivieren. Nicht nur Pegida hat die Stadt verändert. Die Stadt verändert sich täglich. Sie wird bunter, sie wird heterogener. Toleranz, Einfühlungsvermögen, interkulturelle Kompetenz, das sind neue Herausforderungen. Deshalb muss das fortgeschriebene lokale Handlungsprogramm auch einen Beitrag zur Integration, der Integration von Neudresdnern in unseren Reihen leisten. Die schrecklichen Ereignisse in Paris am vergangenen Freitag, die mörderischen Taten dieser Massenmörder haben, wenn man sich vor allen Dingen anschaut, welche Täter dahinter stecken, gezeigt, wie wichtig es ist, zu integrieren. Dass Integration eine Herausforderung darstellt, und zwar keine, die aktuell nur ist, sondern die über Generationen geht. Vor allen Dingen aber die soziale Integration ist wichtig. Gleichgültigkeit und Ausgrenzung sät Hass. Auch um dazu und dagegen einen Beitrag in Dresden zu leisten, ist die Fortschreibung dieses Handlungsprogramms wichtig. Ich bin sehr froh, dass sich in der CDU noch eine Mehrheit der Besonnenen gefunden hat und damit auch die Chance eröffnet ist, dass wir heute wieder mit großer Mehrheit über die Fortschreibung dieses lokalen Handlungsprogramms entscheiden. Darüber freue ich mich und ich bin mir sicher, dass auch Frau Orosch sich freuen wird. Vielen Dank. So, jetzt für die Fraktionslosen Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, in Zeiten, in denen wir als Stadt wahrscheinlich über 40 Millionen Euro im Jahr für die Umsorgung von illegalen Einwanderern ausgeben werden, mag es vielleicht dem einen oder anderen belanglos erscheinen, wenn man über ein lokales Handlungsprogramm in einem Jahresetat von gerade einmal 150.000 Euro hier im Stadtrat kritisiert. Trotzdem tun wir es an dieser Stelle, weil es einfach uns auch ums Prinzip geht. Wir waren als NPD von Anfang an gegen dieses seltsame Handlungsprogramm und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es dafür weder einen Bedarf gibt noch eine Daseinsberechtigung. Und es sind, wenn Sie sich die Vorlage mal angeschaut haben und die Anlage dazu, es sind regelmäßig die gleichen Vereine, die immer wieder mit Singen und Tanzen für den Weltfrieden und ähnlichen unsinnigen Veranstaltungen sich dort bereichern wollen und ein paar Mark abgreifen wollen. Das Programm hat absolut gar nichts mit Toleranz oder gar Demokratie zu tun, sondern dient im Grunde genommen genau dem Gegenteil, nämlich, jetzt hören Sie zu, der Bekämpfung von politisch Andersdenkenden und der Einengung des politischen Pluralismus in seiner demokratischen Vielfalt. Und ich denke, das hat der Herr Schmählich hier gerade als mein Vorredner eindrucksvoll dargelegt, dass es genau darum geht. Und dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er hier vor der Öffentlichkeit die Katze aus dem Sack gelassen hat. Ich selber habe damals, vor 5 Jahren ist das ungefähr gewesen, selber an dieser Studie mitgewirkt von dem Dr. Wurstl von der Uni Bielefeld, die als Auftragswerk seinerzeit belegen sollte, dass dieses Handlungsprogramm überhaupt notwendig ist. Das ist an sich schon ein Absurdum, weil diese Studie mit den Mitteln aus dem ersten Handlungsprogramm überhaupt erst finanziert wurde. Man hat quasi Geld ausgegeben, um zu beweisen, dass man das Geld braucht. Ziemlich witzige Sache. Die Studie hat damals eindeutig ergeben, dass es hier in Dresden keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit über den Bundesdurchschnitt hinaus gibt. Und das kann jeder nachlesen. Offensichtlich haben es die wenigsten gemacht. Das Werk ist ziemlich dick, aber ich habe den Eindruck gehabt bei meinen Vorrednern, dass kein einziger von denen, die hier gesprochen haben, dieses Werk jemals gelesen hat. Denn dann wüssten sie, dass dieses Programm hier in Dresden überhaupt nicht notwendig ist. Wir haben es hier also mit einem Futterdruck zu tun, um das mal etwa so polemisch zu formulieren, aus dem sich zum einen die schon mehrfach ins Gerede gekommene Fachstelle mit ihren 3 Mitarbeitern üppig finanziert und zum anderen sind es eine Vielzahl von Projekten, die sich da bedienen und bei denen zudem noch die Förderfähigkeit oftmals nur mit beiden zugedrückten Augen nachgewiesen werden kann.
Und ich habe mal hier zwei Beispiele rausgesucht. Es gibt ja da sehr viele, aber das ist die Redezeit zu kurz. Es gibt zwei Beispiele. Zum einen wurden dem Sächsischen Flüchtlingsrat für ein Projekt für die Aufklärung über die Abschiebehaft von abgelehnten Asylbewerbern immerhin 14.180 Euro zugeschoben, obwohl die unserem Rechtsstaat zuwiderlaufende Intention des Projektes doch mehr als offensichtlich ist. Und auch die Bewilligung von 20.000 Euro an den Förderverein Staatsschauspiel Dresden e.V. für ein Landschaftstheater in Reinhardsdorf-Schöna, mit dem vermeintlich rechtsextremistischen Tendenzen auf dem Land entgegengewirkt werden soll, ist mehr als fragwürdig, und zudem sollte auch bekannt sein, dass Reinhardsdorf-Schöna erwiesenermaßen nicht in Dresden liegt. Die Auflistung von Beispielen könnte ich fortführen. Fakt ist, wir haben hier ohne Frage eine Verschwendung von Steuergeldern vorliegen, und wir werden daher dieses Programm, wie schon im letzten Jahr und in den letzten Jahren, wir haben das ja regelmäßig, wenn es fortgeschrieben werden soll, immer wieder abgelehnt, werden wir auch dieses Jahr das Programm ablehnen, und wir fordern darüber hinaus die Einstellung desselben. Und mir ist aufgefallen, was auch ziemlich entlarvend gewesen ist, in der Begründung zur Vorlage im dritten Absatz steht, Zitat, die Erfahrungen über 5 Jahre Arbeit mit dem LHP Toleranz zeigen auf, wie wichtig ein noch transparenterer Prozess bei der Förderung von Toleranz und Demokratie ist. Zitat Ende. Für die hier angesprochene mangelnde Transparenz gibt es auch noch einen anderen Begriff, nämlich Steuermittelveruntreuung, denn über nichts anderes reden wir hier. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen habe ich gesehen, Herr Abinayus und Herr Cornelius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, jetzt muss ich doch noch mal meinem Herzen Luft machen. Es ist ja hier eigentlich ein vernünftiger Brauch, dass man die Beiträge der beiden braunen Herren da hinten weitgehend wegignoriert. Aber manchmal geht es nicht mehr. Letztes Mal haben Sie das Andenken einer Frau, die im KZ gestorben ist, in den Schmutz gezogen. Und heute belehren Sie uns über Rechtsstaat und so weiter. Und Sie machen die Arbeit schlecht von Leuten, die sich in mühevollem ehrenamtlichen Einsatz dafür einsetzen, dass dieses Programm verwirklicht werden kann. Das ist einfach unerträglich. Herr Cornelius. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, als fraktionsloser Stadtrat bin ich ja im Augenblick weitgehend von Ausschussarbeit befreit und habe deshalb diese Vorlage erst lesen können, als sie jetzt für den Stadtrat mit den Unterlagen versandt wurde. Das Ziel, Demokratie und Toleranz zu fördern, halte ich für grundsätzlich sehr begrüßenswert und wichtig, gerade in einer, wie soll ich sagen, politisch sensiblen Situationen, in der wir uns im Augenblick befinden. Wir müssen uns aber bei aller Einigkeit über die Ziele trotzdem fragen, ob wir das Richtige machen und ob wir das Richtige richtig machen. Ich werde jetzt etwas Wasser in den konsensualen Wein gießen, weil ich nämlich mal die Brille des Deutschlehrers aufgezogen habe. Und um mir ein Bild zu machen, ich bin sehr skeptisch, Okay, dann muss ich jetzt Mono sprechen. Ich bin sehr skeptisch, was den Inhalt angeht. Ich habe das nicht alles überprüfen können. Wenn ich von einzelnen Formulierungen in dem Bericht in der Anlage 1 auf das Gesamtwerk schließe. Diesen Bericht sollen wir ja auch zur Kenntnis nehmen, und ich kann das nur mit Kopfschütteln tun. Ich werde nicht dagegen stimmen, weil ich mich nicht im Vorwurf aussetzen lassen möchte. Ich hätte was gegen die Förderung von Demokratie und Toleranz. Aber
wir müssen uns schon überlegen, was steht in diesem Bericht zum Teil wirklich offensichtlich unwidersprochen drin, obwohl sich so viele damit beschäftigt haben. Da werden so wirklich bahnbrechende Erkenntnisse vermittelt wie, ich zitiere, Beschäftigung mit der politischen Situation ist höchst relevant für Fragen der Demokratie und Toleranzförderung. Da fällt mir nur noch der Werbespruch ein, wer kann da schon Nein sagen? Es geht weiter, und das ist der eigentliche Punkt, da war ich nämlich blöderweise Zeuge, ist in dem dritten Absatz auf dieser fraglichen Seite 3, da geht es um eine Veranstaltung der besorgten Eltern gegen Frühsexualisierung. Als freier Mensch fühle ich mich immer von starkem Widerwillen geplagt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wenn ich unisono gezwungen oder genötigt werden soll, an bestimmten Dingen teilnehmen oder nicht teilnehmen zu sollen. Hier wurde vor dieser Veranstaltung so massiv gewarnt, dass ich sagte, das muss ich mir mal anschauen. Ich war also auf dem Theaterplatz kann also zum einen sagen, es wird hier behauptet, es sei zu keinem Zeitpunkt ernsthaft um das Kindeswohl gegangen. Doch, das war schon das Thema. Man muss die Schlussfolgerungen nicht teilen. Ich weiß auch nicht, ob diese Vorstellung, es gebe da von einer Kasseler Professorin ein Ratgeberbuch für Sexualkundeunterricht. Also wenn das stimmt, was da drin war, ist das wirklich ein bisschen krude. Aber der Punkt ist, hier wird eine falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt. Der zweite Punkt, was mich natürlich stört, das ist mehr die Wertungssache, gleich geht's los unter dem Deckmantel und es sei alles letztlich nur eine menschenverachtende Veranstaltung gewesen. Das sind ja schon ziemlich weitgehende Schlüsse, die man dort zieht und erhebliche Vorwürfe. Das ist meines Erachtens von dieser Veranstaltung, wie immer man zu der stehen mag, aber nicht, lässt sich das nicht sagen. Letztlich kommt es dann wie immer, es bildet sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis und organisiert eine Demonstration für Toleranz und Akzeptanz. Das sah dann so aus, dass die Gegendemonstration auf dem Schlossplatz stattfand, sich aber der ein oder andere der Gegendemonstrant trotzdem auf dem Theaterplatz einfand. Und da war eine Geräuschkulisse, die diese Veranstaltung nahezu unmöglich gemacht hat. Es wurden Papierschnipsel geworfen. Ich habe mich später in einem Flugblatt mit dem Vorwurf konfrontiert gesehen. Ich sei dort gesehen worden. Ja, dann war das wohl so. Das dann noch aber als Anknüpfungspunkt zu nehmen, Toleranz durch Netzwerkbildung und Beratung zu unterstützen, das finde ich ist völlig daneben. Wir müssen uns doch vor Augen führen, in der gegenwärtigen Situation ist es doch wichtig, dass wir als Politiker Glaubwürdigkeit und Maßhalten nach außen zeigen und demonstrieren in unserem ganzen Verhalten. Wenn wir ein Dokument wie dieses, das ich, sagen wir mal vorsichtig, für überarbeitungsbedürftig in diesem Punkt halte, wenn wir das zustimmend zur Kenntnis nehmen, dann laufen wir doch Gefahr, dass wir das eigentlich gute Ziel, für Demokratie und Toleranz etwas zu tun, dadurch entwerten. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es montags und abends nicht weniger, sondern mehr Spaziergängerinnen und Spaziergänger gibt. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann habe ich einen Änderungsantrag vorliegen, den ich zunächst zur Abstimmung bringen möchte. Bitte, dass in Punkt 3 von mir selber noch mal bei dem Datum 31. Dezember 2015, weil es soll ja eine umfangreiche Diskussion und Beteiligung laufen, dass man da den 30.06.2016 an der Beschlussfassung draus macht. Ich hoffe jetzt nicht, dass da eine große Diskussion darüber ist, damit auch was sinnvolles rauskommt. Aber zunächst erstmal der interfraktionelle Antrag. Ergänzend, wer dem zustimmen möchte, nehme ich jetzt zum Handzeichen. Das ist die übergroße Mehrheit, damit wir der Antrag stattgegeben und wir kommen jetzt zur Abstimmung über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht. Wie gesagt, nochmal Hinweis in Punkt 3, 30.06.2016 als Datum. Wer dem zustimmen möchte, bitte zum Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 49 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit angenommen.